vorgestellt. AirPod-CEO, Vorschau die Nummer 11. Ich habe schon ein bisschen weiterlaufen lassen. Wie ihr seht, die Rollbahn wird schon fertig. Aber wir hatten ja die Berechtigung für den Sprit schon letztes Mal angestoßen. Und ich habe das natürlich dann abgeschlossen. Und jetzt ist das Nächste, wir brauchen Treibstofflager, das wir als Nächstes bauen sollen. Da können wir schon mal gucken, wo das ist. Das müsste eigentlich hier sein. Und Treibstofflager klein. Das kostet 8.000 und das große kostet 37.000. Ne, dann nehmen wir das kleine erst. Und das müssen wir dann irgendwo hier hinstellen. Und das muss ja von einem Fahrzeug betankt werden. Also drehen wir das mal um, weil hier hinter kommt ja eine Straße lang, denke ich. Und dann machen wir das hier gleich am Anfang hin, denke ich. Und müssen mal schauen, wie wir die Straße bauen. Ja, machen wir erstmal so. Dann geht die Straße hier lang und da dran, ne? Und hier müssen wir das Gebäude irgendwie überbrücken oder sowas. Das sollten wir dann mal überlegen. Jetzt brauchen wir dann aber eine Vorfeldstraße. Wo finden wir das denn hierbei? Ach ne, wir sind ja schon hier bei dem... Da müssen wir da hin, ne? Vorfeldstraße, Einbahnstraße, luftseitige Straße. Jetzt die Frage, ob wir das nehmen oder das... Das ist Gras, das ist richtig. Ne, wir machen schon mal richtig, ne, oder? Zweispurig. Und ich würde jetzt sagen, wir machen das hier so hoch. Und dann da dran, ne, oder? Macht Sinn. Und hier müssen ja sowieso Fahrzeuge nachher hin. Um hier das abzufertigen, ne? Gut, dann lassen wir das mal so und warten ab, bis das so kommt. Tanklager ist natürlich noch nicht fertig, das ist dann klar. Wie weit sind sie mit der Rollbahn? Okay, da ist bald 3 Streifen fertig, das dauert aber noch. Heute um weiß ich nicht, was da war. Bin jetzt doch am Überlegen, dass wir da vielleicht den einen oder anderen mehr einstellen hier. Bewerber? Ne, das war ja hier nicht. Wir mussten ja bei Rolo Wirtschaft war das, ne? Einkauf, Kredite, angebotene Verträge? Ne, wo waren das? Personal, Fahrzeuge, Betrieb. Da. Setze Bauarbeiter ein. Wie viel haben wir? 10. Dann machen wir da 20 raus. Dann geht's auch schneller, ne? So, nochmal 10 geordert. Hat der es jetzt gemacht? Ah ja, jetzt kommen sie, alles klar. Gut, dann haben wir da auch mehr Leute am Start. Ja, man sieht schon, wie sie wieseln. Und ach, die wieseln gerade schon woanders lang, oder? Das ist ja auch cool. Treibstofflager ist als Erstes fertig, oder wie sehe ich das? Straße dahin wird auch schon gemacht. Okay, auch nicht schlecht. Die neuen bauen hier oben, die alten da unten. Parkposition wird auch fertig. Treibstofflager steht. Ja, oder ist es abgehakt? Kauf einen Jet A1 Tankwagen. Jetzt müssen wir den Tankwagen kaufen. Fahrzeuge. Nee, Wirtschaft, Einkauf und Fjord Tanklaster Jet A1. Kostet, glaub, 20.000. Haben wir 58. Oder sind es nur 2.000? Nee, sind nur 2.000, nicht 20.000. Okay, läuft. Wird dann auch gleich da sein. Okay, nimm die Versorgung der Flugzeuge mit Jet A1 Treibstoff auf, indem du diese im Menü Flughafenbetrieb aktivierst. Okay. Jet A1 haben wir aktiviert. Kauf einen Flugzeugschlepper. Ah, das Ding ist fertig. Jetzt ist da noch so ein schönes Außensicherheitskontrolle nicht verbunden. Okay, das liegt daran, dass da noch die Straßen nicht bestehen, denke ich mal. Boarding-Schalter fehlt auch. Achso, da müssen wir jetzt dann doch vielleicht eine Halle bauen oder sowas, ne? Top-Secret-Bereich müssen wir da bauen. Und zwar
Kaufen wir aber erst den Flugzeugschlepper. So wie das Spiel das möchte. Wirtschaft, Einkauf. Tanklaster, Tanklaster, Tanksattelzug. Fjord, Tanksattelzug. Okay. Habe ich jetzt da was Falsches gekauft eben? Nein, ne? Fjord, Tanklaster. Naja, passt wohl. Push Force, Pushback Fahrzeug. Was brauchen wir? Flugzeugschlepper. Das ist ein Pushback Fahrzeug. Also wäre es dieses. Gibt es noch ein anderes? Ja, das ist hier ein großer. Der kostet dann aber mehr wie der kleine. Und den kleinen brauchen wir eigentlich nur. Kaufen wir den. Dann sollte es den auch gleich geben. Was ist hier los? Wir wollen nicht warten, dass der Flugplan soll eingehalten werden. Hier geht's noch nicht voran. So. So, das heißt, wir machen mal hier gegen... Oh, ich sehe gerade einen Fehler. Die Straße ist hier unten. Oh. Das bedeutet, das ist an der falschen Stelle. Und verschieben ging irgendwie noch nicht in dem Spiel, ne? Wie war das? Hätten wir mal geguckt, na, dann hätten wir das gesehen. Okay, das bedeutet das weg und das auch alles weg. Dann Vorfeldstraße wieder. Neu bauen. Läuft. Weggeschmissenes Geld war das jetzt, ne? Aber so ist im Leben. Drehen, anschließen, fertig. Gut. Hier muss nämlich was hin vom Flugzeug, ein Terminal. Nein, nein, nein. Wir wollen nicht warten. Gebäude da. Nochmal. Ist das jetzt nun das Richtige, was ich da ausgewählt habe? Waren das nicht größere Kacheln? Wohl nicht. So, das geht dann da hoch bis dahin. So ein Gang sozusagen. Und hier machen wir das so. Und da auch. So. Dann können wir da mal gerade die Wand abreißen. Und dann müssen wir eine Treppe nach oben bauen. Wo war denn das? Können wir da das erstmal so machen? Okay. Geht wahrscheinlich noch nicht, weil das Gebäude da noch nicht steht. Okay, dann müssen wir erst das Gebäude bauen und wir müssen gucken, wo die Treppen sind. Das hier? Irgendwo gab es Treppen. Ich habe die Treppen doch schon gesehen hier, oder? Da. Rolltreppe. Muss unter einem Terminal platziert werden. Das auch. Das auch. Naja, dann muss es erst fertig werden, ne? So, hier unten kann schon eine Tür rein. Passt. Dann haben die da einen Weg. Dann müssen wir eine Sicherheitszone noch aufziehen hier. Das muss noch weggerissen werden.
Entschuldigung. So, wer baut weiter? Wer baut wo? Wer baut wann? Den Boarding-Dingens können wir auch schon einbauen. Ja, da müssen wir wieder auswählen, klein oder groß. Einmal drehen, so rum. Machen wir dahin. Jetzt bauen sie schon die Wände, anstatt da oben mal das Gebäude erst zu Ende zu kriegen. Und Check-in fehlt uns wahrscheinlich auch noch dann, ne? Für das Flugzeug. Check-in-Schalter. Ja, das wird dann schwierig. Wo kann der Check-in-Schalter hin? Ich glaube, wir müssen das Gebäude hier noch erweitern. Einfach zu groß, zu klein. Dann bedeutet das hier anbauen. So ein Stück noch. Wie weit sind die da? Ja, die bauen jetzt natürlich erst die Wände hier unten. Tür ist schon drinne, wow. Pushback-Fahrzeug ist wohl schon da. Passagiere beschweren sich, dass ihr Gepäck bis zum Flugzeug selber tragen müssen. Dies ist offensichtlich nicht sehr effizient und werft deine Passagiere. Es ist an der Zeit, ein Gepäcktransportsystem zu entwickeln, damit wir Gepäck mit Gepäckschleppern vom Flugzeug abholen oder dorthin bringen können. Um ein funktionierendes Gepäcksystem zu bauen, müssen wir es zuerst einmal richtig planen. Mach mit der nächsten Checkliste weiter, um loszufahren. Okay. Dann schalte ich die Gepäckabwicklung im Beschaffungsfenster frei. Okay, das kostet 64, haben wir. Was kostet das? Ne, da. Gepäckabfertigung kostet irgendwas bei 250.000. Das bedeutet, wir müssen da noch sparen. Haben wir noch nicht zusammen. Alles klar. Aber wir müssen erst hier bauen. Gucken, dass wir hier fertig werden. Wo war denn die Treppe jetzt? Da. Die kostet 5.000, die kostet 2.000. Oder können wir auch eine Rolltreppe nehmen, ne? Geht die dann dahin? Nee, jetzt sag nicht, das funktioniert nicht, ey. Wo soll denn das denn bitte schön hin? Muss unter einem Permal platziert werden. Okay, das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich erst aufstocken und dann darunter platzieren. Will ich hoffen. So wie es aussieht, geht das jetzt hier. Machen wir mal bis dahin. Und das machen wir bis dahin. Und die Wand da in der Mitte muss raus. So passt es. Und jetzt die Treppe. Jetzt ist die Frage, ob die das überhaupt fertigstellen können, ne? Kommen die da überhaupt hoch? Aber muss ja irgendwie so gehen, anders geht's ja gar nicht. Okay, die sind da noch am Malochen. Das Terminal, der Schalter ist schon da. Verbindung zur Parkposition haben wir auch schon geschaffen. Und jetzt noch die Sicherheitskontrolle. Haben die noch keine Verbindung zu wegen, ne? Fehlender Verbindung. Wie sieht's denn oben aus? Noch nichts passiert. Das wird spannend.
Hier unten ist aber alles schick, naja. Das Fahrzeug, ist das da? Das ist das Pushback-Fahrzeug. Wo ist denn der Tanker hingefahren? Ach, der tankt diese Flugzeuge auch auf, okay. Okay, da ist fertig. Da ist noch nichts fertig. Was sind denn das für Zeichen hier? Keine Ahnung, was das heißt. Kommen wir nicht hin, oder wie? Das muss noch weg. Und dann können wir mal hier noch so ein paar Fenster reinbauen. Oh, so großes Fenster geht gar nicht. Dann machen wir das nächste. Passt. Da oben ist fertig. Jetzt müssen wir gucken, ob sie auch eine Etage höher schon geschafft haben. Ja. So, jetzt kommt es mir vor, als ob gerade das Spiel hängt. Ah, jetzt geht es irgendwie wieder. Und sie schaffen es, von unten nach oben zu arbeiten. So, und dann wollen wir mal hoffen, dass jetzt die Rolltreppe da gleich hin kann. Hier müsste es ja jetzt einigermaßen fruchten, ne? Muss unter einem Terminal platziert werden. Wahrscheinlich da oder so. Ich habe noch die Hoffnung, dass es gleich geht. Ja, dauert länger irgendwie, ne? Komm, das Feld in der Mitte hinten noch, dann wäre es doch grün werden, oder? Jetzt. Es wird nicht grün. Keiner weiß warum. Oh. Muss unter einem Terminal. Ja, so geht's auch nicht. Ah, da sagt er mir jetzt, dass er keine unterschiedlichen Zonen durchqueren kann. Das bedeutet, wir müssen hier oben erst ein Sperrgebiet machen. Oder Sicherheitszonen, nicht ein Sperrgebiet, ne? Und dann geht's wahrscheinlich. Und zwar aus der unteren Ebene nach oben, oder wie? Ja, hat geklappt. Wunderbar. Zack. Rolltreppe abwärts, Rolltreppe aufwärts. Läuft, oder? Es läuft tatsächlich. So, wie ist Bild hoch? Ja. Bild up and down geht dann, dass sie hoch und runter kommen. Okay. Ah, guck mal, sie fahren Rolltreppe, obwohl die noch nicht fertig ist. Ist der Hammer, oder? Ist der Hammer. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. So, und das bedeutet jetzt, dass unten auch die Sicherheitszone dran sein muss, oder? Okay, wohl noch nicht so ganz. Warteschlange, Sicherheitszone, ne? Irgendwas ist jetzt hier noch Parkposition Verbesserung. Warum sagt er das noch nicht, dass das verbunden ist? Hm.
Wie war das denn mit den anderen? Also die sind alle hier super am Arbeiten. Das funktioniert ja. Okay, ist jetzt noch nicht fertig. Warten wir mal gerade, bis das fertig ist. Wie sieht's denn unten aus? Das muss ja alles fertig sein hier. Naja. Flugzeuge können schon starten und landen. Ist nur noch dieser Bau hier. Hier müssen wir noch ein Dingens reinsetzen. Ich sag schon einen Check-in-Schalter. Und den drehen wir mal. Zack. Der ist verbunden. Verbinde Flugfeldshuttle. Ja, brauche ich doch nicht, oder muss ich das haben? Können auch zu Fuß gehen. Servicehaltestelle verbinden. So, die kommen und laufen alle rein. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen noch mal nach oben gucken. Da fehlt es noch. Ein Ding und fünf Wände. Ja, und das ist eine Sicherheitszone, ne? Das hier noch keine? Das passt schon. Das ist schon alles richtig so. So, irgendwie muss er mir jetzt noch sagen, Sicherheitskontrolle nicht verbunden. Das schnallt er wohl nicht, wa? Jetzt müssen wir noch mal genau gucken, wo hier unser schraffiertes ist. Da fehlt bestimmt wieder irgendwo noch so ein kleines Stückchen hier so. Genauso ist es wahrscheinlich. Hier ist ja auch noch gar nicht die Wand weg. Das ist das größte Problem also. Zack. Und dann geht's gleich. Und die Zone noch erweitern. Na komm schon. Und dann ist das auch alles richtig. Und dann ist gleich auch die Sicherheitszone da. Siehst du, passt. So, an ist er auch. Jetzt müssen wir mal gerade hier auf dem Tisch gucken, ob der das schon macht. Ja. Da hat er schon welche drin. Ab morgen. Läuft, oder? Gut. Dann sind wir da ajour. Das läuft. Das ist schon mal cool. Dann haben wir dieses Flugfeld jetzt auch in Betrieb. Wenn es denn da an ist. Und dann funktioniert das doch, oder? So, jetzt ist noch die Frage. Ich würde jetzt noch überlegen, das Rollfeld da oben mit dem da unten zu verbinden. Also, ist das gut oder ist das schlecht? Ich mache das nur bis dahin und gehe dann noch darüber. Und dann soll das hier irgendwo dran kommen. Ich glaube, das andere ist breiter, ne, oder? Ja. Das sind dann nur. Das müssen fünf sein, ne?
Oder haben wir immer gemacht, 5, sagen wir es mal so. Dann können die von da oben auch nach da unten fahren. Mal schauen, wie sich das entwickelt, oder? So, schalte die Gepäckabwicklung im Beschaffungsfenster frei. Das können wir jetzt erstmal machen. Gepäckabwicklung freischalten. Ach nee, das war freischalten war hier. 250.000. Wir haben erst 44, alles klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Dauert noch. Ja, gut. Wir sind aber gut unterwegs, haben das hier ganz cool geschafft mit dem Dingens. Durchbruch und so und der Brücke drüber. Finde ich cool, dass wir das hingekriegt haben. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass es klappt. Ja. Wo wetzen die denn jetzt alle hin hier? Ach so, hier, die bauen hier, alles klar. Ja, dann müssen wir das mal gucken. Wir können ja mal, nee, machen wir nicht. Wir wollen ja jetzt Geld sparen. Wir brauchen ja die 250.000, oder wie viel das sind, um das Dingen zu machen. Ne? Jetzt gucken wir mal gerade hier rein. 27 Verkäufe, heller Wahnsinn. Nicht verfügbar. Also schon Vertrag zu Ende. Und 157. Ich glaube, die beiden Großen lassen wir auslaufen. Und den Kleinen, den können wir nochmal schauen, ob es da noch einen Vertrag für gibt. Stimmt, denke ich mal. Was fehlt denn dem? Ein Regal. Okay, dann kriegt er noch ein Regal da rein. Das sollten wir gerade noch hinkriegen. Drehen wir. Stellen das da so hin. Sollte funktionieren, oder? Okay, das ist noch wie viele Tage? Ein Tag nur noch, also das läuft auch schlecht. Aber ich glaube, es läuft trotzdem gut, weil wir den Bonus immer kriegen. Also den täglichen, die tägliche Mieteinnahme. Wir kriegen zwar den Bonus nicht, aber die tägliche Mieteinnahme. Hier ist doof wegen Warteschlangen und so, ne? Ja, das ist so ein kleines Terminal, ne? Das ist so ein kleiner gewachsener Flughafen. Ich glaube, das ist jetzt gerade zu Ende, ne? Ja. 33. Ah ne, die haben Schichtwechsel gehabt, okay. 63 bringt also alles nichts. Hier geht's noch mit 164 ziemlich gut und das war's dann. Ah, das Regal ist noch nicht fertig, also kann das auch noch nicht klappen. So, 250.000, wir sind gerade bei 50.000, das ist schlecht. Aber wir kriegen jetzt hier einen weiteren Flieger rein. Was macht er denn jetzt gerade hier? Ach, das ist schon... Ah, da kommt ja unsere erste Maschine. Rolltreppe dran, die können da rüberlaufen. Ja, cool, jetzt kommt vielleicht auch Geld rein dadurch, ne? Wie viel gehen denn da rein in den Flieger? Oh, 50 Leute schon sozusagen, oder 66 hier unten noch beim Abheben. Das ist ja schon mal krass, ne? Warum sind da zwei? Ich habe da nur einen, oder ist das ein Anhänger? Oder? Naja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder sind das irgendwie Technikerfahrzeuge? Ah, da kommt der Tankwagen erst. Okay, keine Ahnung, was das zwei für Dinger sind. Staubsauger oder was? Wartungsgeräte, irgendwie was, ne? Würde ich sagen. Kühlen wahrscheinlich die Triebwerke oder so. Gut. Auf jeden Fall haben wir das schon einen Schritt weiter. Wir haben jetzt auch schon gerade mal 90.000. Das ist schon mal richtig cool. Da haben wir richtig Geld eingenommen jetzt wohl dadurch. Hier geht auch was ab. Ja, vielleicht sollten wir da mal kurz eine Warteschlange einfügen. Aber die gibt's hier gar nicht, ne? Okay, geht jetzt nicht. Haben die auch nicht gehabt, ne? Ne, die haben das auch nicht gehabt. Hier gibt's nur Warteschlangen, ne? Hier kann man Warteschlangen machen. Ja. Gut. Und da geht das dann auch. Und da geht das natürlich dann auch.
Schauen wir mal, wie das weiterläuft hier. Hier können noch ein paar Sitzbänke eigentlich hin, weil die schon alle voll sind, ne? Mann, da kommen irgendwelche Flieger immer zu spät oder so. Das ist noch nicht gut, oder? So und... Ne, das ist mir zu groß dann. Und... So und so passt. Jetzt können wir hier noch ein Getränkeautomat oder sowas hinmachen, aber das haben wir auch noch nicht freigeschaltet, ne? Was haben wir denn hier so? Quadratischer Tisch. Ach so, das können wir auch mal einfügen hier, ne? Oder? Gibt es mal hier auch noch einen dran, ne? Da noch einen. So, am Ende haben wir da ja auch ein paar, ne? Zum Zeitungen legen und so. Gut, das läuft. Was war hier mit dem... Der Schrank ist immer noch nicht fertig. Oder das Regal ist immer noch nicht fertig. Hier 47, da 77. Hier kein Vertrag. Und da 197, 200 Berns. Okay, aber das wird noch nichts werden, ne? So. Jetzt muss man mal überlegen, was wir hier weitermachen. Der steht da immer noch. Ne, ist schon ein anderer. Ist ein vierstrahliger. Okay. Wie macht's Geld? 130. Also das hat's so richtig gebracht wohl. Also ist sofort zu überlegen, eine weitere Parkposition da einzufügen, oder? Die kostete 75. Ja, das Gepäckgeschichte würde ich jetzt verzögern dadurch. Aber das lohnt sich mehr, oder? Da kommen ja richtig viele Gäste und das bringt Geld. Wie wir gerade hier an den fliegenden grünen Zahlen gesehen haben, oder? So, dann bauen wir hier die Fläche noch hin. Machen wir mal so. Bis dahin. Und da drei rüber. Hatten wir gerade nicht so viel Geld, oder wie war das? Hier, da kommen wieder irgendwelche Flugzeuge nicht an. Oder zu spät oder so. Das passt. Tür. Da unten hin. Da keine hin. Schalter. Check-in kommt hier unten noch hin. Einmal drehen. So. Und dann Boarding-Schalter. Der kommt da oben hin. Den müssen wir auch drehen. Ich glaube, so ist dann richtig, ne? Ja. So sieht das doch ganz gut aus, oder? Der Laden hat sein Gepäck da immer noch nicht. Gepäck, sein Regal immer noch nicht. Flughafen, Parkplätze gibt's noch. Ja, wie viel Geld haben wir? 67. Wir haben allerdings hier auch gerade die Parkposition für 75.000 gemacht. Das ist auch klar. Da wird gerade ordentlich getankt. Ja, eigentlich würde ich sagen, ist das erstmal so weit so gut, oder? Dann würde ich glauben, dass wir jetzt erstmal eine Pause wieder machen. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter, oder? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Und Kommentare, schreibt rein, ob euch der Flughafen so weit zusagt. Wir können das nächstens die Stufe wieder so runter machen, ne? Und wenn nicht, dann schreibt das auch da rein, ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.